Kolosseum Sterngucker, Meisterkampf, Satz 2. Kann der Herausforderer seinen Gegner bezwingen? Die blaue Seite schickt Snibunna Knackra. Und für Rot kommt Schlappohr Stalos. Da sind sie schon. Vorhang auf! Snibunna schützt sich selbst! Snibunna schützte sich vor dem Angriff. Eine beeindruckende Attacke. Das war exzellente Teamarbeit. Das Ganze hat sich ziemlich festgefahren. Jeder versucht zu erraten, was der andere als nächstes tut. Beeindruckender Angriff. Das hat ungeheuren Schaden zugefügt. Von Durchbruch getroffen. Es ging zu Boden. Stalos setzt seine Attacke ein. Und hier kommt Noctu. Die blaue Seite liegt vorn, zumindest was die Zahl kampffähiger Pokémon betrifft. Aber der Kampf hat gerade erst begonnen. Von Durchbruch getroffen. Es ist besiegt. Von Steinkante. Ein Megatreffer. Es fiel in Ohnmacht. Die Vergiftung schadet dem Pokémon. Und hier kommt Hytera. Tja, beide Seiten haben noch eine Chance zu gewinnen. Wer wird den Ruhm erlangen? Erstaunlich, diese Kraft! Von Durchbruch getroffen! Der zweite Treffer gab ihm den Rest. Es ist besiegt. Der Kampf ist beendet. Ein überwältigender Sieg für die blaue Seite. Dieser Kampf ist für beide Trainer sehr wichtig. Es wird Zeit für eine gute Strategie. Schon geht's los! Golking schützt sich selbst! Golking schützte sich vor dem Angriff. Seine Statuswerte stiegen. Das Ganze hat sich ziemlich festgefahren. Jeder versucht zu erraten, was der andere als nächstes tut.
gab ihm den Rest. Es ist besiegt. Und hier kommt Palimpalim. Tja, beide Seiten haben noch eine Chance zu gewinnen. Welche Entwicklungen können wir als nächstes erwarten? Ein toller Treffer! K.O. gegangen durch einen sehr harten Treffer. Ein gewaltiger Schlag! Tentoxa kann sich kaum noch halten. Und hier kommt Biondrag. Tentoxa schützt sich selbst. Statuswerte stiegen. Das hat eingeschlagen. Das war zu viel. Es ist besiegt. Piondragi schützte sich vor dem Angriff. Tja, beide Seiten haben noch eine Chance zu gewinnen. Welche Entwicklungen können wir als nächstes erwarten? Attacke kann dem Gegner nichts anhaben. Ein gewaltiger Schlag, ein direkter Treffer. Deine Statuswerte stiegen. Piondragi hält sich mit allerletzter Kraft. Das war zu viel. Es ist besiegt. Das Spiel ist aus. Ein überwältigender Sieg für die blaue Seite. Beide Seiten bersten fast vor Energie. Dieser Kampf wird uns garantiert von den Sitzen reißen. Es ist Fanat in den Gegner durch dessen Anziehung.
Es griff sich selbst an. Das Ganze hat sich ziemlich festgefahren. Jeder versucht zu erraten, was der andere als nächstes tut. Die blaue Seite. Ruft ihr Pokémon zurück. Und hier kommt Tobus. X-Bahn führt seine Attacke auf. Galoppa springt hoch. Ein toller Treffer. Ein Megatreffer. Es fiel in Ohnmacht. Und hier kommt Milutik. Kann dem Gegner nichts anhaben. Was für ein beeindruckender Angriff. Das hat ungeheuren Schaden zugefügt. Es ist nicht mehr verwirrt. Es wurde von beiden Gegnern attackiert. Tja, beide Seiten haben noch eine Chance zu gewinnen. Wer wird den Ruhm erlangen? Galoppa, springt hoch! Energieball trifft ins Schwarze. Es ist besiegt. Metagross startet den Angriff, aber das gegnerische Pokémon hüpft herum. Der Angriff ging daneben. Und hier kommt Entoron. Die blaue Seite führt im Moment. Kann sie das schnell beenden? Aber nicht besonders gut abgestimmt. Ein gewaltiger Schlag, ein direkter Treffer. Tja, beide Seiten haben noch eine Chance zu gewinnen. Wer wird den Ruhm erlangen? Springt hoch! Ein hervorragender Angriff! Starte den Angriff. Eine beeindruckende Attacke, aber nicht besonders gut abgestimmt. Tobus wurde schwer vergiftet. Es ist nicht mehr verwirrt. Zerrüttet durch Psychokinese. K.O. gegangen durch einen sehr harten Treffer.
schaltet durch Explosion. Es ging zu Boden. Aber der Angreifer ist auch am Boden. Die Würfel sind gefallen. Die blaue Seite hat das Spiel gemacht. Beide Seiten strotzen so vor Tatendrang, dass uns ein großartiger Kampf sicher ist. Der Kampf beginnt! Und Weisel schützt sich selbst! Und Weisel schützte sich vor dem Angriff. Ein heftiger Kampf wird in diesem Kolosseum ausgetragen. Dieses Mal ein voller Erfolg! Es wurde von beiden Gegnern attackiert. Fluchtwertstieg. Rückpunkt. Füllte Kraftpunkte auf. Und Weisel schützt sich selbst. Es ist besiegt. Und Weisel schützte sich vor dem Angriff. Und hier kommt Gengar. Die blaue Seite liegt vorn, zumindest was die Zahl kampffähiger Pokémon betrifft. Aber es kann noch viel passieren. Schützte sich vor dem Angriff. Getroffen von Steinkante. K.O. gegangen durch einen sehr harten Treffer. Und hier kommt Snibunna. Die blaue Seite führt im Moment. Kann sie das schnell beenden? Seine Attacke auf. Von Durchbruch getroffen. K.O. gegangen durch einen sehr harten Treffer. Die Attacke schlug fehl. Eingeschlagen. Ein Megatreffer. Es fiel in Ohnmacht.
Das Spiel ist aus. Ein überwältigender Sieg für die blaue Seite. Der Herausforderer gewann den zweiten Satz des Meisterkampfs.